Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, zurück zu Let's Play Fire Emblem Three Houses mit mir, dem Amerios. Wie ihr sehen könnt, ja, ich habe es probiert, aber irgendwie so weitere 20 Mal und irgendwie ist trotzdem nichts dabei rumgekommen. Entweder, das ist eine super geringe Chance und mein Glück ist halt echt nicht das Beste, oder aber, naja, oder aber... Es wurde rausgepatcht und gibt es nicht mehr. Ja gut, ich habe nochmal zurückgemacht. Jetzt habe ich endlich mal die Axt gegeben. Das halt mal ein bisschen was eher mehr trifft. Hier, 89. Und jetzt macht ihr den natürlich nicht fertig, weil mit 89 kann man mit 11% das immer noch natürlich daneben hauen. Oh, Mädel. So nett. Mach hier mal Schicht im Schach. Ja, und Hexer gemeistert. Bogenbrecher. Nicht die beste Fähigkeit, meiner Meinung nach. Aber gut. Die wollen alle sie angreifen, aber... Ja, machen wir mal kurz Segen. Nicht, dass wir es brauchen können, aber... Stimmt. Ich vergesse immer, dass wir teleportieren können mit ihm. Boah, mit einem Schuss. Mach sie weg. Ignorance is deadly. Nur so ein billiger. Ja, kannst ruhig da stehen bleiben. So, du sendest mal Alois auf eine richtige... Naja, Wohlfahrt. So, kannst du den erreichen? Nein. Warst du Bogenritter? Nein, du warst Rittmeister. Verdammt. Wärst du Bogenmeister, könntest du ihn treffen. Tatita treffen. So, Angreif, Wurfball. Komm hier. König der Bestien. Wird mal ein bisschen abgeworfen ins Gesicht. So, set es. Ist da noch deine Rüstung? Oder hast du da keine mehr? Strategie, Zusammenkunft. So, man kennt ja, wie das aussieht. Ich habe das Gefühl, jetzt greift der Bandit da hinten an und würde davon profitieren. Aber Gott sei Dank haben wir noch Aloise. Strategie. Brand. Oh, schön ins Gesicht, während der K.O. ist. Oh, vom König der Bastien bekommen. So, ich finde die total nervig, weil die so eine super hohe Geschwindigkeit haben. Ich kann die nicht ausstehen. Die wollen alle nach dahin. Okay. Ja, machen wir ein bisschen Schaden. Ah, greift das trotzdem an, wie es an. Was ist das für ein Beschiss? Na gut, meinetwegen. Ah, hat doch noch Giftschaden. Das stimmt ja. Der Warrior Boss. So, Manuela, hol dir mal das kleine Dingelchen. Und dann... Ja. Items kannst du auch kein... Da, hier. Mit Schweifschuss machst du genau genug Schaden. Genau genug. Hannemann, unser magischer Schütze hier. I'm only getting better with age. Da hätte ich lieber vieles andere gesehen. Gut. Wie wär's, wenn du sie auch auf eine Reise schickst? So. Können wir die mal voraus schicken? Can't afford to lose. Ah, ist auch noch schon Level 40 geworden. Wait, that's it? Ja, das muss ich mich auch immer fragen bei euch mit euren hinten Level. So. Ja, gut, ne? Selbst. Oh, warte, du hast einen Akonter, oder? Ja, natürlich hat er einen Akonter. Selbst wenn er angegriffen wird, kann er sich halt immer noch rächen.
So, ja, hier haben wir alle schon. Fertig. Strategie. Schön da, wo die Rüstung ist, damit es auch richtig schön wehtut. Strategie Zusammenkunft. Wir wissen ja, wie das aussieht. Hast du nach hinten gezogen? Meinetwegen. Strategie Zusammenkunft. Ich mein, Hauptsache einfach nur Scheiße reden und dann überrennen. Das ist Zusammenkunft. Ja, das ist schön. Ich hol ihn zurück. So. Ja, meinetwegen kannst du noch dahin. Alles 40, ja. Yeah. 36 mal 2. Wie viel Leben hast du insgesamt? Okay, das würde nicht. Doch, das würde reichen. Wenn er den 70 wieder bekommen würde. Ach shit, Alois kommt nicht dran, ne? War doch Alois kommt dran. Schabbel Blödsinn geredet. Punch ihn. So. 105. Okay, das reicht nicht mehr. Es sei denn, du triffst jetzt einmal mit einem Crit. Bei 8%. Bezweifle ich so ein bisschen. Monsterstecher macht zwar mehr Schaden, aber dann doppelt nicht. Ich meine, probieren wir mal. Vielleicht macht das. Okay, macht er nicht. Okay, dann. Ja, ich wollte schon vorher was machen. Nein, das wollen wir jetzt alle noch nicht sehen. Na, hat keiner gesehen. Ich setz mal gut, ne? Hat keiner gesehen, hier. Mann, ne. Keiner gesehen, was hier passiert ist. Keiner, absolut null. So, dann machen wir das nämlich andersrum. Dann machst du dem die Phase weg. So, A, bei der Zerrungsverzweiflung. Was nicht besonders toll ist, meiner Meinung nach. So, und Alois, du machst ihn sowas von fertig. Oh ja, da ist der Crit. Plus 20% Crit ist halt echt yummy. So, jetzt können wir uns mal angucken, was hier passiert. So. Okay. So, du greifst Alois zweimal an. Okay. Hätte besser treffen können für beide Seiten, aber gut. You shall not pass. I won't allow it. Ja, noch ein Level für Sadas. Der gute Sadat. I can feel it in my bones. Ja, plus Geschwindigkeit, ne? Dass du schneller geworden bist, kriegst du richtig krass in deinen Knochen mit. Daneben. Ich glaube, Petro hat auch angegriffen, nur ging erst daneben. So sah das zumindest aus. Ja, von wenn du ein bisschen mehr Verteidigung hast, mein Lieber. Oh, 37 hat er getroffen. Schade. Patreon Level Up. Jäger aus Bridget. Okay. Und natürlich unsere Bridget-Frau. Noch mehr noch mehr Geschwindigkeit. Okay. Verteidigung ist super. Vielleicht kann fast das sehen. Er hat Exitus und Meucheln gelernt. Exitus ist halt jetzt so super geil. Also Exitus ist eine der besten Fähigkeiten überhaupt. Weil die killt einfach den Gegner instant. Ja, das ist alles. Also so hat Exitus zumindest vorher immer funktioniert. Ist Signen immer noch aktiv? Wie lange ist das aktiv? Ist das ganze Kampf über aktiv? Das ist mega. So, unterstützen. Nein, erholen, ja. So, Manuela. Komm mal hier ein bisschen was näher. So, Eisenaxt. Ja, gut, ne? Okay. Hey, was auch immer. Bitte was? Ich wollte aber meine Eisenaxt haben. Just 670, 870. Aber was soll's.
Ist halt nur eine schwächere Variante vom. Wie hieß es noch uns? Hammer. Ganz schweres Wort. So, schnell geheilt. My turn. Ja, kannst du einen davon treffen? Nein, das ist doof. Also schön hinten anstellen. 39, 40, 40. Also, Shamir. Perfekt, 35. Komm, Crit. Oh. Let's go. Solo. Nicht mit einem Wurfball. Auch nicht mit einem Übungsbogen. Auch nicht mit einem Hammer. Eisenachs, jawohl. I fight for Lady Rhea. So, gehen wir noch mal ein bisschen weiter vor. Das gleiche mit dir. Ich hätte dir die Axt geben sollen. Jetzt ist zu spät. Steady now. Angreifen, selber Bogen. Was immer 35% zu kritten. Und nur ein Schuss. Also machen wir Durchschlag. Okay, klar das nicht. Aber machst du zumindest gut Schaden. So. Gut. Haben wir zumindest einen. Ich glaube, das Schwertmeister gelernt. Und Astra. Da war Astra. Diesmal leider keine Fähigkeit. So eine Kampfdinges. Ey, immerhin Resistenz. Immerhin Resistenz. So. Oh. Und damit hat auch schon die Plus-Axt. Wodurch die Axt natürlich besser geworden ist. So, ihr könnt weiter versuchen, Ignaz umzunieten, weil es euch nicht passt. Oh, guck mal, wie es abhaut jetzt. Crit. Da kommt der Crit. Und tschüss. No mercy. No mercy. Not from me. So, Goldbeutel weg. Null Schaden. Aber du überlebst, deswegen greifst du wahrscheinlich an. Weil du kannst überleben. Der doppelt ihn sogar. Oh, dafür kriegst du natürlich direkt einen auf den Sack. Schön von oben mit dem Speer, muss natürlich richtig wehtun. Unterstützen, purgativ. So, noch zweimal heilen. Und dann ist eigentlich cool. Feels good to fight for a cause. So, ja, den muss man nicht anschauen. Plus Stärke und Geschwindigkeit. Ja, du bist auch echt langsam für eine lange Zeit. Ich bräuchte noch ein bisschen HP beim Leveln, Leute. Damit ich öfter heilen kann. So, unterstützen, heilen. Schön, weiter geht's. Und mal weg. Der hat die ganze Zeit auf dich rumgepiekt. Kann sich natürlich dann rächen. Na, oh, gutes Level, Ignaz. Gute Arbeit. Also das Segner da dort hat echt den ganzen Kampf an. Das wäre das ja mega gut. Also so richtig gut. Also, ne? Richtig gut. So, diesmal nimmst du jetzt aber die Eisachse in der Hand. Und stehst aber besser da. Obwohl, warum hat sie beim Streit kommen, aber die Schwertposition gehabt. Das verstehe ich nicht. So schön nah dran. Aber noch nicht angreifen. Weil wir müssen zumindest noch zwei Runden noch aushalten, damit Linhar zumindest noch seine Klasse lernt. Zu Ende lernt. Oh, Crit. Oh, das hat wehgetan. Yep, das hat wehgetan. Gute Arbeit. So, jetzt am besten greift der Manuela an. Manuela. Ah, wir haben Donnerschwert. Nee. Will er echt Hennemann angreifen? Na, ich schätze schon. Thanks. Na, du bleibst da. Wie viel macht der? Ach, deswegen. Der tötet dich fast. Mhm.
Aber solange du fährst, ist alles cool. So schön, alle nah beieinander. Unterstützen, heilen. Damit du auch noch was hast davon. Proaktiv, Shamir heilen. So, einmal noch. Einmal noch. Und währenddessen sammelt ihr schon mal hier an. Warum die auch so weit hinten sein müssen, keine Ahnung. Aber meinetwegen. Oh, übrigens, also Plus ist schon mal gar nicht so schlecht. So, du holst dir das hier. Eine Rostaxt. Ja, mein Jeschner kann das ruhig nicht mehr brauchen. So, nicht angreifen. Wir wollen, dass er die Runde noch überlebt. Auch wenn er unseren Hanuman fast tötet. Aber halt nur fast, das ist das Wichtige. So. Und jetzt noch einmal heilen. Und da hat er seinen Bishop gemeistert. Aber Erneuerung. Sehr, sehr prächtig. So, wer macht das? Manuela? Manuela? Wie wär's? Oh, du machst ihn nicht ganz. Das ist problematisch. So, was ist, wenn du dich so hinstellst? Du, Manuel, ihr habt doch so ein gutes Band. Machst du dann genug? Nein. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwas habe, was ihn nur schwächen könnte. Oder hast du eine Waffe? Ja, du hast tatsächlich eine Waffe. Übungsaxt. Machst du damit Schaden? Nein. Schade. Ich meine, du kannst mal probieren sammeln. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du hast Angriff. Du machst Angriff hoch. Und dann macht sie genug. Oder sie krittet einfach so. Dann hätte ich mir das Ganze sparen können. 15.000 Gold. Kampf an der Grenze. Da hat zumindest Manuel auch noch ein bisschen was gesehen. Catherine. Und nochmal Reputation verbessert. Sehr schön. Auch wenn Alois gerade den Hulk spielt. Machen wir weiter. Speichern natürlich. Du kannst verbündeten ja kommen, die sie zum Tee einlädst. Ja, toll. Ja, toll. Und warum wer hat sich das denn ausgedacht? Nur zum Tee. Tee. Hä? Es gibt doch sowas Besseres. Zum Beispiel ein... Naja, zum Essen lädst du gerne dann noch ein. Aber so ein richtiges Dinner zu zweit ist doch besser als ein Tee. Ja, das ist aber nur ich. Alter, wenn wir so eine Kakao einladen können, ne? Richtig geiler Kakao, ist doch schön. So. Unterricht beginnen, Lalilu. Ich freue mich ein ab, genau wie du. Flane ist wieder... Ah, ja, stimmt, weil der Tee hatte. So, schön weiter Schwert lernen. Super. Weil Lanze hat sie ja genug. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Du bleibst so, du bleibst auch so. Ashton Kutscher. Wollte ich irgendwas mit Lanze bei dir machen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ah, ich fange einfach mal an. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich da was vor. Was hatte mein Parcel vor? So, du brauchtest auch Lanze? Oder? Ah ja, dich wollte ich zu einer Fliegenden machen, genau. Und dafür brauchst du auch Lanze. Alle brauchen irgendwie Lanze, nur damit die auf irgendwas draufsteigen können. Klingt irgendwie falsch. So. Oh, Bernadetta. Dich könnte ich zu einem... Schwarzen Ritter machen. C und D? C?
Ich guck nochmal. So, Ferdinand. Van Eyre. Du brauchst noch mehr Rüstung. Und du brauchst noch mehr Axt. Wenn du Festungsritter werden willst. Fahren wir weiter bei Rüstung erstmal an. Rüstung ist schwerer aufzuleveln, weil du keine Rüstung gerade trägst. So, Linhard. Ich hab dir zwar Fliegen gegeben, aber brauchst du ehrlich gesagt nicht. Kaspar. Ich weiß nicht, warum ich die Rüstung gegeben habe. Irgendwas habe ich mir schon dabei gedacht. Ja, ich könnte dir noch mit Reiten noch dazu nehmen. Dann könntest du auch ein Festungsritten, so ein, ne? So ein richtig großer Boy werden. Wir haben noch 3 Punkte. Verdammt. So, Cyril. Fliegen. Ist fast fertig. Okay. Da brauchen wir einfach alles dafür, anstatt nur irgendwie 1 oder 2. Schamir, Autorität. Können wir mal richtig schnell mal machen. B plus. So. Und ja. Kaspar. Ich meine, das könnten wir auch machen mit ihm. Nur ein Festungsritter. Da habe ich fast nur so Leute auf so. Naja, Rössern und Pferdchen. Dann brauche ich aber Faust nicht. Oder kann man Faust auf dem Pferd benutzen? Weiß ich nicht. Benutz mal weiter einfach mal Rüstung. So. Und Training. Barginen. So schon. Dann wieder unser wöchentlicher Bericht. Wie fällt der aus? Nur gut oder perfekt? Je besser die untereinander befreundet sind, desto besser. Ich wollte schon sagen, wo ist denn Manuela hin? Die war noch am Arbeiten. Du bist schon so reingestuppelt, mir zu erzählen, wie gut ihr warst. Ah, oh, das ist aber lieb. Alarmbereitschaft, dritter Schreck, Lanze, sehr schön. So. Und aber da unsere Leute mal wieder so total außer Puste sind, ne? Gucken wir aber erstmal nach Examen. So, wir. Wie viel haben wir da noch davor? Nur noch 3 im Besitz. Komm. Das ist 60%, das ist ein Coinflip. Also 50 ist ein Coinflip, aber. Oh, jetzt fangen wir an wie Bernadette, oder was? Ja, das ist nicht deine beste Seite, das stimmt wohl. So, Linhard, du warst fertig. Können wir uns endlich mal den Dark Bishop mal reinziehen. Wie das aussehen. I passed? Natürlich hast du... Als ob nicht du getan hättest dieses. Kaspar ist cool. Bernadetta ist cool. Dorothea ist cool. Petra hat Assassine gelernt. Ja, die fehlt da noch. Lanzenritter. Schwert, Lanze A. Lanze A? Und trotzdem nur halt 14%. Ist halt echt cool. Okay. Das ist wohl sehr anspruchsvoll. Ich meine, du kannst ja Schwertmeister werden. Oder Scharfschütze? Nee. Wie schaut es denn aus? Aber Astra ist nur eine Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, was Scharfschütze nochmal bringt. Ich muss sagen, das gefällt mir an ihr. Scharfschützen-Outfit. Hm. 201, 202. Ach komm, machen wir Schwertmeister. Aber 100% Wahrscheinlichkeit dazu. Natürlich hast du Success. Du bist gut.
Wer war noch? Echt nicht Sylvain, nicht Annette. Die Nette. Grimoire, 91%, das schaffst du ja wohl. Jetzt hätte es nicht schaffen müssen, hätte ich mich aber jetzt richtig geärgert. It's all thanks to hard work. Gute Arbeit. Ignatius. 74. Letztes Jahr hatten wir die Sedatan mit dabei. Flayne hatten wir nicht dabei. Hanneman hatten wir dabei. Wie viel hast du schon? Ah, nicht viel. Manuela, wie viel hattest du? 28. Ich meine, die könnte auch auf eine höhere Sache gehen, aber gut. Catherine, du hattest Schwertmeister geschafft. Da kannst du Assassine werden. Ist fast dasselbe. Nur kannst du noch gut schießen. Also. Time to celebrate. Gute Arbeit. Chamelier? Nein, was? Gucken wir uns dann einmal kurz die Fähigkeit an. Nee, das ist nicht die Kampftechnik. Wo ist denn der Catherine? Die hat ja jetzt Astra gelernt. What? Kannst du das nur machen als Schwertmeister? Boah, gut, dass sie das dann gelernt hat. Wie gut, ne? Petra? Oh, schade, wenn die Klinge Sturmlanze ist, alles so. Ja, schön, hier hast du was. So, Petra, Exitus. Da ist Exitus. Chance, einen Gegner durch Zufügen von Schaden sofort zu töten. Wahrscheinlichkeit in Prozent, Behendigkeit mal 0,25%. Behendigkeit hast du wie viel? 33. Und ein Viertel davon ist fast... Naja, fast. Das ist ein Siebtel. Ein Siebtel Chance. Oder 7%, besser gesagt. Ja, aber ist doch geil. Ey, wo tust du das denn jetzt hin? Anstatt Schwert. Exitus. Ist halt, ne? Ist halt eine Fähigkeit. Oder ist das doch eine Fähigkeit hier? Nee, das ist wahrscheinlich echt nur, wenn man Schwertmeister bleibt. Was dann ziemlich doof ist eigentlich. Na gut. Kann man da jetzt nichts gegen machen. Linhard, was hast du durch dein Zeug bekommen? Teufelshieb, nochmal extra. Warum hast du hier nichts? Ach, weil Teufelshieb rausgenommen ist und was das in der Klasse drin ist. Terzufra. Miasma. Ja. Ausweich plus 15. Arcanum. Vergiftete Klinge. Erneuerung. Stellt zu Beginn jedes Zuges 20%. Und bei Warten macht er 30%, ey. Ja, nimm einfach mal vergiftete Klinge, vielleicht zum Vorsprechen für andere. Oh, ansonsten sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Ja, noch ein paar Unterstützungen, ne? Oh Gott. Ja gut, dann fangen wir mal an und ich, Du hast die Chance, diese Bande zu vertiefen, verpasst. Hä? Vielleicht war das nur ausschließlich vor dem Timeskip, kann das sein? Ha. Dann schaut euch zumindest die anderen an. Und ich bin... Hey Catherine, I wanted to tell you I've decided to do things my own way. I'm happy for you, Caspar. But I don't know what you're talking about. Come on, you know, in life and death situations like we talked about. I spent a lot of time thinking. But it was tough to figure out. Then, I realized I was wasting my time. I decided I should keep fighting the way that feels right to me. Hmm. I thought that might be your decision. I've still got something important to ask you, though. Something important, huh? Let's hear it. Could you, you know, keep an eye on me? What? Why? I may have decided to do things my own way. But I'm sure I'll still mess up sometimes. I might be able to avoid any real damage if a Knight of Saros has my back. I see. Then I refuse. Oh, great. Thanks so much. I knew you'd... What?
After deciding to take your own path, you ask someone else to watch over you? It's like you can't think for yourself. Your simple-mindedness is kind of charming, but still. I really thought you'd say yes. Now what am I supposed to do? I don't know. I'm not your babysitter. You want someone to watch after you? Become the type of man people can't look away from. Petra, you always seem so focused on your training. Ignatz, are you wanting something from me? I want to apologize about the glasses debacle. Apologize? I will give you my forgiveness, but I am not understanding. When I laughed at what you said, I felt really bad for doing that. I'm realizing that I can learn a lot from you. You are learning new things from me? What kind of learning? Nothing specific, but more like, you really take things seriously. You approach the world with genuine curiosity, and consider it carefully. You have a sincere, wholehearted approach to learning new things. I envy that. I am thinking you also have great seriousness. That is why you are worrying. But your worrying is not necessary. You think so? Well, that's kind of reassuring. Also, you have much kindness. You are apologizing for the smallest of things. Your heart is overfilled with compassion. You have honesty, too. You are a good person. Me? Oh, I think that's going too far. You are also having the ability to wear lenses. You are like a hero chosen by the lenses. Because I wear glasses? That final one was joking. I do not always have to be serious. That was a joke. I didn't realize. I guess it was okay for me to laugh after all. You always look so humorless. It's hard to judge. Oh, I don't mean that in a bad way. You're a fun person to be around. I'll know that you're joking next time. Without you telling me. It is greatly important for us to be understanding each other. I think so too. I've been hoping to learn more about you. Then we can be spending much more time with each other, and learning much. Oh, how I just love to clean, clean the library room. Just takes a flash of light, and then it all goes boom. A flash, and then a big boom! If you blow up the library, where will we put the books? A flash and then a big bah! What are you doing here, Felix? I heard singing. You were watching me again, weren't you? Well, your skill is impressive, I'll admit. Oh, today of all days! I knew I should have chosen a different song. A different song? Like what? Any of them! The box song, or maybe the dungeon song? Now those sound interesting. No, they're just regular songs. Forget it. While you're here, can you help me clean up? I need the books on that shelf up there, but I can't reach them. Oh, sure, no problem. What, you're not going to sing anymore? No way! It's too embarrassing. And that song isn't even finished anyway. Ah, that's too bad. I wanted to hear what happened after the library was blown away. Hey, don't look at me like that. Okay, fine. If you insist, I'll sing just a bit more. Oh, how I just love to clean, clean the library room. Just takes a flash of light, and then it all goes boom. A flash, and then a big boom. Suddenly the deed is done. My, what a great job I did. Who says cleaning isn't fun? Huh. That doesn't really explain what happened with the library. Maybe they'll build a new one? Oh, this is so embarrassing. Das war verdammt süß. Ich fand das verdammt süß.
Shamir, can I be having your time? There is a thought that is giving me great concern. Let's hear it, Petra. If Dagda is ever invading Fodlan again, what will you be doing? I'd join the army of Dagda. I'd lay waste to Fodlan and return to my homeland. If that is the truth, then I am having one more question for you. If that was happening, and all of us were fighting for Fodlan, would you be fighting us, too? Of course. You expect me to die for you? You should be prepared to do the same. Your homeland would likely join Dagda. So, that is your truth? Maybe. If you'd asked me 5 years ago. Hmm? I've been a mercenary since childhood, always fighting for a bounty. If my allies didn't pay, I'd side with the enemy. It's why I became a sniper. Easier to dispose of anyone with a reward on their head. It's also why I joined the Knights of Saros. I owed them a debt, but that's all changed. You are not fighting for money now? That's right. When I see everyone fighting for Fodlan, I feel inclined to help. I won't die for the cause, but I will protect everyone. If the army of Dagda engaged you, I'd fight at your side. Hearing that is giving... It gives me great joy. Until the war is finished, let us fight together. I'm so sorry for always taking up your time, Professor Hanneman. Nonsense. I told you to come to me anytime you needed help. Nothing to be sorry about at all. So, what can I help you with today, Miss Annette? Nothing in particular. Perhaps not related to your studies, but I sense something else troubles you. You see right through me, Professor Hanneman. Okay, here goes. The truth is, I've been wondering what I'll do when the war finally comes to an end. Your marks at both the School of Sorcery and the Military Academy were exceptional. You have many, many options. The only trouble I see for you is in picking which one to chase. You've hit the nail on the head. There's so much I want to do. I feel completely lost. Lost, hmm? It seems to me that you're just lacking in decisiveness. You think so? For example, I've already been considering my own future once this war ends at last. I think I might leave Garrick Mach. I've spent a great deal of time researching crests, both in the Empire and at the monastery. Fodlan is large, with much to see and learn. It would be a shame to spend all my years in too few places. But where will you go? That's the question, isn't it? I've considered the School of Sorcery in Ferdiad. It would be good to get a new viewpoint on Crest research. There are certainly discoveries to be made. However, new places are daunting. Yet, I'd have no complaints if I had a former student as an apprentice. Say, a former student who is brimming with curiosity, talented at magic, and as tidy as myself. You don't mean me, do you? I was merely expressing a possibility. It all depends on your own feelings and interests. I have considered that it might be nice to be a professor like you. But I'm such a scatterbrain, and I make mistakes all the time. So I'm not confident I can manage. Those are but minor side notes compared to your wonderful qualities, Miss Annette. You are serious in your studies, and possessing of excellent character. You surpass even myself. Do you really think so? Maybe I can do it after all. I truly feel you could. Yes, you could accompany me to Ferdiad. I think that would be most splendid, don't you? I feel like, with your guidance, I could excel anywhere. First, though, we must put an end to this war. The future cannot begin until we achieve victory. That's true. I'm gonna try my hardest to make sure that happens.
I know you will, Miss Annette. You have my full support. Caspar, how have you been? Oh, Shamir. I've been normal. Yep, totally normal. What's wrong? Nothing's wrong. Everything's normal. Then you should try to act like it. If something is bothering you, say it. I don't know what you're talking about. I'm disappointed, Caspar. I thought you were the type to always speak your mind. All right, fine. You got me. Truth is that I heard something about you. I heard you fought in the battle between the Empire and Dagda. Yes. And? And I heard that you maybe lost someone important in that battle. Perhaps. What's your point? No point. Not trying to make a point. I just didn't know you were involved in all that. I was hoping we could be friends, but you fought against the Empire. You obviously have every reason to hate them, so I'm sure you don't want me around. What does my past have to do with you? My father was responsible for a lot of what happened to the Dagdans. Are you responsible for your father's actions? Well, no, but kinda. I know I wasn't there, but I gotta... Bring them back. Huh? If you're responsible, then bring back the lives that were lost. If you can't, then spare me your pity. But... Yesterday's enemy is today's ally. You have to abandon old feuds. Only then can you face me as a friend. Good day to you, Seteth. Persistent, aren't you? If this is about my crest... No. I thought we might speak of something else for a change. Is that so? Indeed. I am quite fond of conversation. Even just for the sake of conversation. Just listen to an old man's worries, eh? Very well. Go ahead. Perhaps it's due to my age, but I've been troubled by lower back pain lately. Right now, I'm in the process of finding a good way to treat it. Ah. If it is an ointment you're after, I think Manuela would know more than me. An excellent suggestion. Yes, I'm sure she will be able to help me with the pain itself, but... What are you trying to say? Oh, nothing. I'm only lamenting the fact that I am getting old. It is a pastime I'm not sure I enjoy. Yet I can't help but notice time hasn't taken such a toll on you. Well, the signs of age may not write themselves plainly on my face, but I feel the strain of years as much as you. Is that right? But then, that doesn't explain your sister. Your sister, Flame, was born around the time I came to the monastery from the Empire. Yes? In all that time, I never knew you to pay her a visit or to write her letters. Yet somehow, the two of you seem very close, like a family who has spent years together. Could this not suggest a different interpretation? Perhaps, like you, she has... You will not pry into Flame's business. If you interrogate her, no. If you even so much as inquire where she has been or what she has done, I will never forgive you. Never. Investigate me all you wish. I will even cooperate if I must. But Flame... Calm down, Seteth. I have no intentions of approaching Flame. Do I have your word on that? You have my word as a scholar and as a man. I do apologize for using your sister's name in that way. Using her? What do you... Oh, that is low. You promised me just now. Investigate me all you wish, you said. I will even cooperate, you said. Do you deny it? Those words were all I needed to hear. Now I have no cause to approach your sister.
It seems I have no choice. To think I have been played the fool by a man of your age. I'll let that slide go, now that I have your cooperation. Even with my cooperation, there is no guarantee you will reach the truth. Oh, Seteth. Searching for the truth is what I do. And I will find it. I promise you that. Then I suppose I will have to look forward to the day you prove your claims. Manuela, do you recall what you told me? You mentioned that if a place shines brighter than anywhere else, then its shadows will be darker too. You sound so worried. That was nothing, dear. Call it a joke. It most certainly did not sound like a joke. Can you please elaborate? Of course, I love hearing about your glamorous past performing on stage. But all that glamour doesn't account for the shadows you spoke of. Well, I suppose I could share a little. Here's the thing about the opera. Talent isn't enough to earn you a position in a glamorous show. You need money, connections, and, failing those, the stomach to commit a spot of violence. I spent many nights buttering up nobles in power. No matter how humiliating the task, I'd do it because I wanted to be a star. I hope that kind of talk isn't too shocking for a sweet girl like yourself. Are you disillusioned with me now that you know my sordid past? Not at all. Understanding you more deeply, I can see how much strength has been required of you all this time. Flayne. I am well aware that survival and striving for dreams sometimes means doing things we would not normally do. Perhaps because you have been so strong, lived with such conviction. Perhaps that is why your songs have touched so many people's hearts. Oh, you sound very wise all of a sudden. Thank you, Flayne. I would like to rescind my original request of you. Your request to hear one of my songs? Indeed. Instead, I have a different request. I would like to see you perform an opera on stage. I don't know about that. It's been a long time since I stood on stage. I imagine you have experienced much since you left the opera company. It follows, then, that you have developed new insights, charm, and wisdom to share. Yes, I probably could play a tragic role even better now than I could back then. But it's hardly the time for operas. We need to put an end to this war first. Agreed. Let us make the curtain fall on this war as soon as possible. Maybe then we can raise the curtain on a brand new performance. That'd be something, wouldn't it? That is exactly what I yearn for. Alois. Ah! A ghost! I'm sorry! Oh, forgive me, please, forgive me! Calm down. It's just me. That voice, it's... Shamir? Ah, it's Shamir. Whew, you frightened me. My heart was beating so hard, I thought it would burst out my nose. Your heart's in your chest, not your head. Can you try not to be so stealthy when you're approaching a fellow knight? Your reaction was excessive. Are you afraid of ghosts? I suppose there's no point in hiding it. I'm terrified of them. Terrified? Of ghosts? I didn't mean to pry. There's no need to... No, I want to get it off my chest. That time when we were on our way back from a mission, do you remember what I asked you? You asked if I ever think about the people I've killed. Yes. You said you never do, but me, I can't go a day without thinking about them. The feel of my weapon cutting through them, their twisted faces, their cries of pain, and that awful scent of blood.
I was carrying out my duties, but that doesn't make it easier for me to forget. And the dead haven't forgotten me either. Their hatred, their resentment, their curses. One day, the spirits will set upon me for revenge. Oh! I apologize for striking you, but it had to be done. Have you calmed down? Yes, thanks. I needed that. I'm surprised someone like you managed to become a knight. Or perhaps that's why you became one. Ja gut, ne? Dann haben wir den ganzen Unterstützungsgespräche auch schon mal aus dem Weg. Dann gehe ich mal erkunden, beziehungsweise schön nicht angeln, bloß nicht wieder angeln. Nein, wir gehen ein bisschen gärtnern und halt ein bisschen sehr viel schnapulieren mit den ganzen Leuten. Auch weiß haben wir ganz, ganz viele. 57.000 mittlerweile? Ja, sicher doch. Das ist doch schön. Yam, 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 viel Geld. Kann man ruhig für die ultimativen Siegel verbraten. So, aber ja. Ich werde hier noch so ein bisschen rumfummeln. Ja, ein bisschen hier dran arbeiten. Und ja. Dann sehen wir uns halt schon für die nächste Woche. Also bereit für nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich werde beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Fire Emblem Three Houses, Silberner Schnee, Der Weg der Kirche mit mir, dem Merias und natürlich euch, die Zuschauer. Also, wenn es euch soweit gefallen hat, wie ich ja weiß, dann müsst ihr ja nur noch ein Like da lassen, weil die habt ihr ja schon sicherlich abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann, Leute.